Hallo miteinander. Der Herbst ist da und wie man sieht, ist unsere Proboscidea inzwischen völlig verwelkt. Das ist vollkommen normal und hat den Vorteil, dass man die Pflanze nicht im Gewächshaus überwintern braucht. Dort schauen wir auch noch nach, was es Neues gibt und wie sich unser Triphiophyllum inzwischen entwickelt hat. Viel Spaß dabei! Die Proboscidea haben im sehr heißen Sommer 2022 reichlich Früchte und Samen gebildet. Bei der Ernte muss man jedoch aufpassen, sich nicht zu verletzen. Denn diese Teufelsklauen sind nadelspitz und verursachen, wenn man nicht aufpasst, blutende Wunden. Die sollte man, wenn es denn doch passiert, gut desinfizieren, um Entzündungen zu vermeiden. Im Sommer hatten wir über die Besiedlung der amerikanischen Pflanzen mit einheimischen Weichwanzen berichtet. Dicyphus errans mit dem deutschen Trivialnamen unbeständiger Schmalhans hat sich darauf tatsächlich gut vermehrt und wir fanden viele Nymphen, die erst nach der zweiten Häutung Flügel bekommen. Das ähnelte alles sehr den bekannten Symbiosen mit Wanzen auf Byblis, Drosera und Roridula. Ab Ende August bis in den September hinein verschwanden die Wanzen dann, wohin auch immer. Ich bin sicher, im nächsten Sommer sind sie wieder da. Am 1. Dezember erscheint im Carnivorous Plant Newsletter der ICPS ein Fachartikel dazu. Wie schon gesagt, war der Sommer 2022 ausgesprochen heiß, was die Spinnenbeinsonnentau, also die großen tropischen Arten der Sektion Arachnopus, besonders lieben. Dazu habe ich ein kleines Experiment gemacht, das prompt gelang. In dieser Pflanzschale mit Wasser hatte sich eine etwa 1 cm dicke schwimmende Moosschicht gebildet. Da hinein steckte ich kleine Drosera serpens, Finlaysoniana und Burmani, sodass die Wurzeln unter der Moosschicht frei im Wasser hängen, ohne jegliches Substrat. Diese hydroponische Kultur funktionierte bisher prima und die Sonnentau haben sich seit 2 Monaten sehr schön entwickelt. Wie üblich im Torf-Sandsubstrat entwickelten sich auch die Drosera hartmeierorum so schön wie selten. Wir hoffen auf eine gute Samenernte, bisher sieht es ganz passabel aus. Es gibt noch vom Vorjahr viele Anfragen, daher an dieser Stelle gleich der Hinweis, dass wir derzeit keine Samenbestellungen mehr annehmen können. Der Klimawandel sorgt auch dieses Jahr für neue Temperaturrekorde. Wie man aus der Weinwerbung weiß, wird man hier in Südbaden von der Sonne verwöhnt. Aber selbst wir konnten bislang noch nie an einem 29. Oktober bei über 26 Grad im Schatten im Garten grillen. Leider gefällt das auch der bei uns angekommenen asiatischen Tigermücke. Die Plage war in Weil am Rhein 2022 so schlimm, dass man ohne Autan auf der Haut nicht ungestochen in den Garten konnte. Die tropischen Mücken legen ihre Eier gern in kleine Pfützen, wozu auch Blumenuntersetzer und Wasserschalen für die Anstauhaltung von Karnivoren zählen. Ein typisches Merkmal der asiatischen Tigermücke ist der weiße Strich über Kopf und Brustteil. Das Weiler Ordnungsamt verteilt zur Bekämpfung Culinex-Tabletten. Gelöst in Wasser, tötet der Wirkstoff BTI gezielt Mückenlarven, ist für andere Organismen aber ungefährlich. Ich löse eine Tablette in einem 10-Liter-Kanister mit entmineralisiertem oder Regenwasser. Das kann 1 bis 2 Tage dauern, dabei öfter durchschütteln. Laut Beipackzettel soll man die Augen vor der Brühe schützen, also beim Hantieren immer eine Brille aufsetzen. Für diese 10 Liter Pflanzschalen nehme ich etwa 200 Milliliter der Stammlösung, das tötet alle Mückenlarven. Bei kleineren Untersetzern reichen einige Sprühstöße aus einer Spritzflasche. Die Behandlung sollte man alle paar Wochen wiederholen. Tigermücken können gefährliche Krankheiten übertragen. Daher rate ich dringend dazu, jeden Ausbruch entsprechend ernst zu nehmen. Unsere Nepenthes feitschi hat den Sommer trotz Hitze gut überstanden und steht jetzt in voller Blüte. Erfahrungsgemäß bilden die Blüten über den Winter nur schlecht oder gar keine Samen, weshalb ich auf Bestäubung im Herbst verzichte. Jetzt blüten aber unsere Nepenthes rafflesiana Variation alata Männchen, also die mit den Rüschen an den unteren Kannen.
Ich konnte nicht widerstehen und habe das Feitschi-Weibchen mit den Pollen bestäubt. Jetzt bin ich gespannt wie ein Flitzbogen, was dabei herauskommt. Also, Daumen drücken, im Frühjahr wissen wir mehr. Im Vergleich mit der Liane Triphiophyllum peltatum, sagte mir ein Pflanzenfreund kürzlich, ist die für langsames Wachstum bekannte Nepenthes raja ein schnell wucherndes Kraut. Da hatte er wohl recht. Immerhin kann ich berichten, dass dieses Pflänzchen nach 1,5 Jahren tatsächlich etwas gewachsen ist. Zum Schluss noch ein Auszug aus unserer Doku zur Ähnlichkeit der Fangblätter von Triphiophyllum und Drosophyllum. Die karnivoren Blätter von Triphiophyllum peltatum zeigen eine große Ähnlichkeit mit denen des Drosophyllums und funktionieren auch analog. In beiden Fällen überwältigen und ertränken reichlich produzierte große Schleimtropfen die Beute. Betrachtet man diese passiven Leimfallen, ist Drosophyllum offensichtlich näher mit Triphiophyllum verwandt als mit den weltweit verbreiteten Sonnentau, die im Unterschied dazu aktive, bewegliche Tentakel entwickeln. All jenen, die ihn noch nicht kennen, empfehlen wir unseren Film über Triphiophyllum mit Stuart McPherson. In Vorbereitung ist derzeit die digitale Überarbeitung unserer zweiten Karnivorentour durch Australien mit bisher noch unveröffentlichten Aufnahmen. Das braucht viel Zeit, daher dauert der Upload noch einige Wochen. Jetzt nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren und weiterhin viel Freude mit euren fleischfressenden Pflanzen. Tschüss, bis denn!